كتير سيندا برشنال. Heute gibt es ein ganz spezielles Thema. Heute ist es sehr, sehr, sehr wichtig, wenn es eigentlich um alles geht. Ich lege los, wenn ein paar da sind. Sali, Didi, wie geht's dir? Hast du einen schönen, ja, halb verregneten 1. August gehabt? Schnell Wasser, damit es keine Schleichwerbung gibt. Hallo, gut, danke dir. Ja, gemütlich drin. Ja, ich bin auch drin. Schön im Warmen. Also, Leutlis. Ich mache kein Doppellife mit irgendwelchen Leutlis, die ich nicht kenne. Ich sehe vielleicht auch schon das Thema, das ich gewählt habe. Also, ich mache immer Thema, damit ihr genau wisst, machen wir Aura lesen oder tun wir etwas anderes anschauen. Oder? Weil ich sage immer, Wissen ist Macht und das Wissen ist auch sehr wichtig. Es ist eben auch eine Art von Aura-Arbeit oder Chakra-Arbeit fokussiert auf Gedanken. Gedankenkraft, das Bewusstsein, das ist extrem wichtiger Schlüssel eigentlich in allem. Ohne das geht es ja nicht. Wir führen ja sogar erst eine Bewegung aus, zum Beispiel mit der Hand, wenn es zuerst das Signal durchs Hirn gegangen ist. Oder durchs Denken. Wir denken es zuerst und nachher führen wir es aus. Klar, nicht bewusst. Wir denken nicht bewusst, oh, ich lege jetzt mal den Stift auf dem Tisch an, sondern wir geben das Signal. Oder? Und das bewegt eben wiederum auch den Körper. Sie sehen also, es ist extrem wichtig, dass man da beim Denken auch ein bisschen fördern tut. Mit Wissen, einfach mit Wissen. Trainieren. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil heute ist, ich habe sehr viel Recherche gemacht. Fast Grindweh bekommen. Aber das muss halt ab und zu sein. Und wie ihr vielleicht seht, oder? Gibt es ja im Alten Ägypten, wie gesagt, sehr viele Schlangendarstellungen. Wo habe ich jetzt gerade da etwas zur Hand? Ja, Moment. Das Einzige, was ich jetzt hier in der Nähe habe, ist da der verstaubte Tutankhamun. Und da oben sehen wir, was ich meine. Oder? Und von dem reden wir. Ihr seht auch, seitlich ist es ja so. Oder? So ein bisschen geht es so wie durch die Person sozusagen durch. Wie bei der Darstellung von dem Video zum Warm-up, das ich heute gepostet habe. Oder? Also Nehebkau, da geht es darum, das ist Schlange. Also Schlange, es ist ein Symbol. Es bedeutet verschiedene Sachen, es bedeutet nicht immer das Gleiche. Und Amel geht es einfach nur darum, dass es wie die Schlangenform, oder? Und wie die Schlange sich auch bewegt. Auch wenn ihr bedenkt, wie eine Schlange sich im Wasser bewegt. Oder überhaupt, dass natürlich die Bewegung der Schlange eigentlich genau wie das Wasser ist, oder? Dann geht es da um viel mehr als einfach nur eine Schlange. Es kommt immer darauf an, in welchem Zusammenhang tun sie zum Beispiel die alte Ägypter nennen und mit was für einer Kombination von anderen Symboliken. Was bedeutet es? Weil es gibt ja verschiedene Aussagen, die man da machen kann. Oder? Wenn ihr die Schlange seht als eine Art Stromfluss. Ja? Ein Symbol für Stromfluss. Ja? Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Ich bin sehr beschäftigt, ich mache TV-Serien, ich schreibe aber ein Buch. Und ja, da bin ich sehr beschäftigt und ich habe gerade auch Familienbesuch und so. Aber ich bin da. Auf Anfang, wie ich sage, vorher gesagt habe,
wenn er bedenkt, dass natürlich die Schlange jetzt da einfach mal grundlegend, sagen wir mal, ist symbolisch für Energiefluss, oder? Wie so ein Energiestrom, ein Wasserstrom, ein kleiner, ja, wo man irgendwo reinfliessen lässt. Dann ist das natürlich etwas, wo man da positiv und negativ sehen kann, oder? Eine Energie, die zum Beispiel wie eine Schlange in einen reinfließt, in die Aura oder durch die Aura, kann ja positiv oder negativ sein, oder? Natürlich, der Energiefluss, wenn er gesund ist und läuft, dann ist das immer etwas Gutes, generell gesehen mal. Es gibt da Unterschiede, auch, was verschiedene Energien mit einem machen, wenn man sie an sich und in sich lässt. Ja? Und genau da. Du, mir ist es völlig egal, was du denkst und empfindest. Ich habe das Recht, als Publisher meine Daten klarzustellen. Wenn es deine Gefühle verletzt, wende dich bitte an Lady Gaga und ihr Management. Ich habe das nicht gemacht. Okay, ich habe es jetzt auch geschafft, Basketball 18 spielen. Sehr gut, das ist doch super. Und wenn man sich konzentriert, dann kann man auch alles erreichen, was man will, oder? Also eigentlich über Aura. Ich weiß sehr viel. Ich weiß sehr viel über ihre Energie und ihre Aura, weil ich das wider Willen mitbekommen habe. Muss euch aber ehrlich sagen, da seht ihr jetzt auch, dass ich fair bin. Das ist etwas Intimes. Ich missbrauche meine Fähigkeiten nicht oder meine Sicht. Ich werde das nicht veröffentlichen. Oder ich werde jetzt da nicht ausführlich auf das antworten. Auch wenn sie keinen Respekt vor mir hat. Stimmt's, dass der Michael Jackson und Lady Gaga. Nope, stimmt nicht. Kannst bitte Noel und Vasco grüßen, sie sind das Pörli. Ich grüße den Noel und den Vasco und wünsche euch ganz, ganz viel gute Energie. Dietike, nein, habe ich nicht. Warum sollte ich? Ich glaube, da hat man keinen Bock mehr zu reden nach so Zeug. So. Hast du dich impfen? Nein, habe ich nicht. Hast du etwas gegen LGBTQ? Nein, das habe ich nicht. Das würde ja gar keinen Sinn machen. Weil ich glaube daran, dass jeder Mensch, auch ich, oder? Weiblich und männlich in sich hat. Das sind genau die Zwillingsseelen-Energien. Das ist Teil von unserer Seele. Und so wie Fingerabdrücke sind wir alle individuell und wir können in verschiedensten Formen auch die Liebe erkunden. Und das ist ein Teil von der seelischen Erfahrung. Ich bin dafür, dass man individuell frei sein darf und sich entfalten. Ich bin für Respekt für andere und ihren freien Willen. Ich schwöre, die Livestreams sind nie langweilig. Danke vielmals, ich gebe mir Mühe. Hast du vor, dich zu impfen? Nein, im Moment nicht. Hey, kannst du meine Aura lesen? Mache ich gerade, aber heute machen wir es nicht einfach Aura lesen in dem Sinn, sondern heute schauen wir wirklich eure Diätenergie an, und zwar Zwillingsseelen-Diätenergie. Spezifisch eben das Nehebkau, oder? Das ist eine Art Energie, Seelenenergie, die durch einen durchfließt. Danke vielmals. Und die kann blockiert sein oder halb fliessen, stocken oder richtig fliessen. Und dann gibt es da noch zwei Faktoren wegen der Zwillingsseele. Das heisst, sie kann da frei fliessen, da ein bisschen stocken. Das Ziel ist immer, dass man nach der altägyptischen Lehre quasi eine Zwillingsseelen-Diät zusammen zum Fliessen bringt. Und das wäre eigentlich der Kern vom Geheimnis hinter dem Ankh. Und was das bedeutet, oder? Betreffend Zwillingsseelen. Es gibt auch verschiedene andere Bedeutungen und Anwendungen dafür. Wer ist der Michi Jackson? Wer ist meine Zwillingsidentität? Das ist eine schwierige Frage, wenn du so sagst. Was ist deine Identität, oder? Es geht immer über das Selbst. Wenn du dich selbst erkundest und analysierst und bearbeitest, oder? Und das braucht ja seine Zeit, Julian Maurin. Dann wirst du auch herausfinden, wer du bist und somit deine Zwillingsseele, Identität und Persönlichkeit. Macht das Sinn? All diese Fragen, die Details sind in einem drin. Ja?
Und man muss über den inneren Weg gehen. Bist du dafür, dass LGBT-Leute Eherecht haben oder so? Ja, klar. Für mich ist es so. Wenn zwei sich lieben und zusammen sind, dann sind sie schon verheiratet. Also, verstehst du, wie ich meine? Ich finde, der Staat generell sollte da keine Meinung dazu haben. Das geht niemand etwas an, was man in seinem Privatleben macht, nicht. Soll das mit versuchen, die Herzen und Betten von anderen Leuten kontrollieren? Ich habe das nie verstanden. Wie machst du denn das? Was meinst du? Weißt du, wie der Michael Jackson gestorben ist? Ich komme übrigens auch gerade jetzt zu dem Ganzen, gell? Ich bin da nur schnell ein kleines Intro am machen. You can see me, my time is now. Also, jetzt machen wir schnell eine kleine Pause. Joao Miguel, ich tue jetzt schnell bei dir das lesen, wenn das okay ist für dich, was wir heute machen. Ja? Mhm. Weißt du? Also gut. Ich sehe, dass bei dir im Zwillingsseelen-Diät, ja, dass da die Energie von der weiblichen Hälfte freier fließt als die von der männlichen Hälfte. Das heisst, es ist eigentlich genug Kraft, die überkommt, aber das Männliche hat ein gewisses energetisches Problem, wo immer wieder die Energiekreislauf zum Stocken bringt. Und daher muss man das auf der männlichen Seite quasi befreien, damit es im Ganzen wieder richtig fließt. Das kannst du eigentlich nur machen, indem du mit der Zwillingsseele zusammenarbeiten tust. Und das hat eben wieder mit dem Selbst zu tun und den eigenen Stärken, Schwächen, all diese Sachen im Alltag, tun da natürlich auch unsere Energie beeinflussen, mit der Zeit vor allem. Ich bin Zwillingsseele. Ja, so, danke vielmals, ich finde das mega spannend. Ja, ich finde es auch sehr spannend, weil wenn wir natürlich lernen, wie das alles funktioniert mit unserem eigenen Körper, dann können wir da auch viel mehr rausholen, oder? Statt einfach nur blind sein. Wie viele Menschen sagen zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie komisch, aber ich weiß auch nicht, wieso. Man weiß so viel nicht mehr über sich selber. Finde das nicht sehr auffällig? So, jetzt. Jetzt hört mal auf mit den Werbungen. Ich brauche ein bisschen Musik. Was ist das? Und ein bisschen Feuerwerk gibt es auch ab und zu im Hintergrund, wenn ihr hören könnt. Immerhin ist immer noch 1. August. Das hast du schon gewählt. Eben, weißt du, die Zwillingsseele zum Laufen bringen, weißt du, wie ich lehre. Eben, ich muss euch ganz ehrlich sagen, es gibt keinen schnellen Weg. Es gibt keinen Knopfdruck, es gibt keinen Trick, den ich euch sagen kann. Es gibt nur die Entscheidung mit dem freien Willen, dass man sich wirklich um sich selber kümmern will, dass man wirklich an sich arbeiten will, dass man sich dem auch widmet, dem Zeit gibt, dem Kraft gibt und nicht nur. Wo ist der einfache Weg? Wo ist die schnelle Lösung? Oder? Und dann vielleicht nach 2 Monaten schon aufgeben. So läuft das nicht bei Zwillingsseelen. Es ist eine Lebensaufgabe. Es geht um unser Selbst. Ist das nicht das Schwierigste, was es gibt? Uns selber eigentlich verstehen, auch uns selber bekämpfen in unseren Schwächen, ist immer die grössere Herausforderung als mit irgendetwas anderem übrigens. Ist so herzlich in deinem Bezug zur Musik. Ist einfach so herzlich. Schicke dir viel Liebe. Danke vielmals, Dad Guy. Ich liebe Musik. Für mich ist es wie die Luft zum Atmen. Vor allem, wenn es halt so ein Vibe hat, so eine Seele, oder? Dann habe ich es gern. Hast du bewusst, dass du Kontakt mit dem Michael gehabt hast? Ja, sehr viel sogar. Hast du Thriller singen? Sehr gerne, das mache ich gerne morgen. Aber heute tue ich jetzt nicht singen. Heute machen wir so eine kleine Lernrunde und Diskussionsrunde. Mach Moonwalk vorwärts. Du meinst das Sunwalk? Genau, das mache ich. Ja, Mann, einfach beide Geschlechter habe ich das auch. Ja, jeder hat männliche und weibliche Energie in sich drin.
Und auch körperlich kann sich das ja manifestieren in verschiedenen Formen. Es gibt ja auch Menschen, also Babys, die geboren werden, eben mit beiden Geschlechtern. Ja? Und das ist auch nicht etwas, das man verurteilen sollte. All diese Variationen sind ein Teil der Natur. Alles, was in uns drin ist, kann sich ja wie manifestieren. All diese Aspekte haben wir in unserer Seele. Wir können mehr weiblich sein, mehr männlich sein, wir können androgyn sein. Weil ich bin eigentlich... Entschuldigung. Hi, Michael Jackson 4, how you doing? Lütlis, hoi, find dich super. 848 Freya, Sally, wie geht's dir? Hätte eine spezielle Bedeutung? Ja. Ich weiss nicht, wie gut ihr das gesehen könnt, aber darauf ist, wie ich es gerne, das Auge vom Osiris, in dem Fall, gemeint. Das ist ein custom-made Amulett, das ich machen lassen habe zu meinem Debütalbum, 2010 in Ägypten. Und es ist so richtig spitze, also man könnte es theoretisch wie so ein Ninja-Wurfstern, man könnte effektiv jemanden damit verletzen, also damit schlafen kann ich nicht oder so. Es piekst richtig. Und auf der anderen Seite ist ein Smile. Ja? Und das ist ein Magie-Amulett, das ich eingeweiht habe damals. Wie findest du es, dass Astrologie in den Mainstream angekommen ist? Du, ich finde es gut, aber ich finde es fehlt vieles. Es ist so wie Schweizer Käse, so gelöchert. Es gibt ganz, ganz viele Lücken, wenn man eigentlich das ganze Wissen bedenkt, was die Astrologie hätte. Aber da reden wir dann ein anderes Mal, fokussiert darüber. Michael hat zu viele Medikamente genommen. Und warum? Warum? Weißt du das auch? Schöne Kette, danke vielmals. Dann sing mal, du kannst mega schön singen. Ja, ich singe morgen, versprochen, aber heute ist halt gleich so. Ich weiss, 1. August, aber es ist eben Sonntag, es ist jetzt nach 9 Uhr. Und meine Stimme ist auch nicht unbedingt so fit, ja. Heute. Also, Leute, ich bin wirklich heute nicht so lange da. Ich hatte einen langen Tag gehabt. Daher fragt mich, was ihr wissen wollt. Betreffend der Zwillingsschlangenenergie, die wir ja eigentlich in uns tragen. Wenn das blockiert ist, ist das nie gut für uns. Es tut effektiv auch. Hey Flo, wie geht's dir? Schau, da ist noch irgendjemand einen Heiratsantrag am machen, während wir live sind. Cool, cool. Ich suche da irgendeinen guten Song noch. Also, lass mich euch ein Beispiel geben über das, was ich darf erklären. Ich habe gerade seit langem wieder mal ein Ritual gemacht. Sehr schön. Was sind für eins, wenn ich fragen darf? Sag ich genau gegen Lady Gaga, nicht bis gemeint. Sie klaut meine Daten. Sie versucht mich zu zensieren. Einfach so. Für die Feinde von Michael Jackson in der Musikindustrie sind sie im Tod. Finde ich nicht cool. Finde ich gar nicht gut, wenn man sich so benimmt als Mensch. Vor allem nicht, wenn jemand gerade gestorben ist. Und genau nachher hat es angefangen. Ich habe kaum Zeit gehabt, zum Trauern. Also, da haben wir auch schon den Punkt. Wenn ihr schaut, Zukunft will ausfinden mit der Göttin Aphrodite. Ah, okay. Darf ich dir einen Rat geben? Ja. Serena Nayade, ich gebe dir einen Tipp. Mach doch ein Ritual, zum Zukunft zu sehen. Mit dir selber. Verstehst du, was ich meine? Direkt. Komm selber in deine göttliche Energie. Probier es aus und sag mir, wie es war. Fürwerk. Also, wenn ihr bedenkt, Michael Jackson, oder? Ihr könnt sogar bei ihm ja sehr gut schauen.
70er, 80er und nachher dann 90er, wo er auf der Tournee sogar war, vorher, nachher, vor den Anschuldigungen, den falschen, und nach den falschen Anschuldigungen, da war er effektiv auf Tournee gewesen, wo er das herausgefunden hat. Ja? Und ihr seht seine Energie, körperlich sogar. Ihr seht, wie es ihm vorher gut gegangen ist und wie er gesünder aussieht und wie er fitter aussieht, wie wenn er halt normal essen und schlafen würde. Und nachher seht ihr, wie er wie seine Energie so abgezogen wird. Man sieht es richtig körperlich bei ihm, er war auch immer öffentlich. Schaut die Entwicklung selber an. Da geht es genau um die Energie, von denen ich heute hier rede. Leute, wenn ihr das ernst nehmt, dann gehe ich chillen und dann bin ich morgen wieder da. Das ist ein guter Song. Es ist voll warm in diesen Videolichtern. Ich check. Schon noch interessant, dass heute jeder irgendwie, also jeder, dass heute so gespammt wird plötzlich. Ich sehe, was da los ist. Don't you worry, nothing misses my spiritual eye. Das war nicht der Kaffeefall. Also, das war... Wie heißt das Lied? Das heißt Pretty Young Thing. P.Y.T. Meistens. Also erstens einmal, Bros, sprichst du mich damit an, oder wenn? Weil ich bin eine Frau. Was hat Gaga gemacht? Mann! Wenn du wieder Mann sagen willst, ich weiss nicht, wenn du ansprichst und vor allem hast du es falsch geschrieben. Mann. Mann heisst Mane, Warne. Mit H. Es ist noch lustig, oder? Ja, da hast du recht. Alle, was ist an der Gaga nicht gut? Ja, sag du mir doch mal, was ist denn an ihr gut? Kennst du sie? Was weißt du über sie? So wie ihr das Ganze handhabt, sehe ich sofort, wie ihr eigentlich tickt. So einfach ist das. Ich scherze nur. Ich spiele nur ein bisschen mit dir, weißt du? Das ist auch lustig, denke ich. Ja, darf ich nicht sagen, hat sie gesagt. Wir haben es voll in der Hand. Leute, ich gehe ins Thema. Nehmt das mal ein bisschen ernst. Wobei, hört, Humor ist auch immer eine gute Energie. Ja, wo übrigens auch blockierte Energie auflockern kann, gell? Ich glaube, wir sind einfach da in der 1. August-Stimmung. Schon easy. Also, ich suche mal einen Song, der da passt. Was für ein Song? Was ist das? Ha!
probieren wir mal das. Aus welchem Kanton kommst du? Kanton Zürich. Schönen Abend, Sally X-Punkerlix, wie geht's dir? Wir reden gerade über ein wichtiges Thema, übrigens auch für dich, gell? Das mit der Zwillingsseele, Energie, also es geht um wie eine schlangenmäßige Energie, eine Art Energiefluss, sondern wie ein Strom, der durch den Körper geht, von unten nach oben und darüber hinaus, wie eine Glühbirne. Wenn die Elektrizität stimmt, versteht ihr, was ich meine? Wenn die Energie stimmt, wenn es schwach ist, leuchtet die Glühbirne auch nicht. Und wenn es stark ist, oder? Und genau so ist es eben auch mit der Diät. Ich habe kaum Energie. Schau, ah, da ist sie wieder mal. Ich kann Angst vorschlagen. Wieso denn? Die machen nichts. Die sind ja nicht so schlimmig, wie sie aussehen. Sie sind relativ trocken. Also die, die ich angelangt habe im Leben. Die sind voll friedlich. Klar, es gibt giftige Schlangen. Aber niemand hat gesagt, ihr müsst mit giftigen Schlangen spielen. Und in der Schweiz haben wir sowieso keine giftige Schlange irgendwo. Also draussen oder so. Kann der Körper biologisch gesehen über einen hinaus? Wie meinst du das biologisch gesehen? Über einen hinaus? Wie kommst du drauf? Bist du kurz? Nein. Tatsächlich! Ciao! Hoi! Sali Gabri, wie geht's dir? Es geht mir sehr, sehr gut. Wie geht's dir? 1. August, genau. Wobei, ich kann ganz ehrlich gesagt, gestern mein Kollege, ach, also unter uns, Scheiß auf die Schweiz. Happy Birthday für uns. Also, weißt du, jeden Tag, wo wir wieder neu erwachen, weißt du, was ich meine? Der Punkt ist, wir sind Schweiz. Wir sind alles, genau. Die Schweiz einfach Menschen leer wäre sie auch nicht die Schweiz, oder? Wir das sind ja. Was die Schweiz ausmacht. Das stimmt, oder? So, der bunte Mix. Hast du eine Spezialsendung? Hast du dich gestört bei etwas, oder? Nein, ich rede heute einfach vor allem über etwas, wo, weißt, wo es um eine Schlangensymbolik geht, was es bedeutet im alten Ägypten. Du weißt ja auch, im christlichen Glauben ist ja die Schlange sehr verteufelt worden. Vor allem eben auch spezifisch im Hinblick auf Adam und Eva und Lust und so Thematiken, die schlussendlich mit Sexualität zu tun haben. Und genau. Männliche, weibliche, dass es zusammenkommt als Einheit. Und ich sage da, hey, Zwillingsseele, oder? Denkt mal darüber nach. Es gibt Kabalion. Eine schlechte Schlange und eine gute Schlange, sozusagen. Es ist eine Symbolik. Genau. Kabalion gibt es ja. Das Zeichen bei denen ist ja auch wieder so die Verbindung und das Ganze. Ja. Es ist ja, wenn es wirklich so teuflisch wäre, dann müsste man sich dreimal überlegen, warum das auf jeder Apotheke, auf dem Zeichen von jeder Apotheke drauf ist, oder? Genau. Und dort siehst du noch die Schlange von dem, wie so einen Kelch oder so trinken quasi. Ja, weil genau. Was bedeutet das? Das ist ein guter Punkt. Die Schlange stellt ja eigentlich durch die Wirbelsäule. Von der Seite sieht ja aus wie eine Schlange. Oder? Ja. Wir bedenken, dass ein Stromfluss durch etwas durchgeht, wie eine Glühbirne, weißt du, die kleinen Drötchen drin, oder? Dann genau. Sieht es wie eine Schlange aus, eine Energie, die in uns fließt. In uns raufgeht, absolut. Und was auch noch speziell ist, also ich meine, eine Schlange hütet sich ja immer wieder. Und wir Menschen hüten uns ja eigentlich auch. Ich meine, wenn man sich mal vorstellt, dass unser Körper... Ja, wir hüten uns. Ich meine, wenn man sich das überlegt, innerhalb von 7 Jahren hat sich jedes Molekül, jede Faser von unserem Körper, hat sich erneuert. Also tauscht sich aus. Ich weiß nicht, ob das... Sicher, nachdem du jetzt gesagt hast, werden ein paar Leute Verschwörungstheorie aufstellen, dass du ein Reptilmensch bist oder da die Theorie da. Hör auf. Nein. Du, ganz ehrlich, was über mich schon alles gesagt worden ist, oder über dich auch, das sollen sie reden. Nein, aber es ist ja wirklich so ein bisschen das. Eben, jeder Teil von unserem Körper tut sich innerhalb von 7 Jahren einfach mal erneuern. Die ganze DNA tut sich wie neu starten. Alle 7 Jahre. Darum redet man ja auch, was Liebesbeziehungen betrifft, vom verflixten 7. Jahr. Es ist eben schon etwas dran. Wenn eine Beziehung nur zustande kommt wegen Chemie, also nur körperlicher Ebene, seelisch ist keine Verbindung rum, Freundschaft, die Basis ist auch nicht rum, dann vergeht das nach 7 Jahren.
wenn die DNA neu startet. Das ist auch ein spannender Vergleich. Absolut. Hat auch Macht etwas. Sinn. Macht Sinn. Macht Sinn. Alles muss mit Logik betrachten und dann macht es Sinn, oder? Das ja, ist und wie du sagst, das mit den 7 Jahren, das ist. Das hat etwas, ja. Und trotzdem haben wir Zyklen immer mit 9 Jahren. Weil irgendwie das 8. Jahr dann nochmal Transformation ist, oder besser gesagt, 9. Ja. Spannend. Ja. Und das mit der Energie, oder? Ist natürlich auch spannend, weil es gibt zum Beispiel Menschen, die kriegen körperlich Sachen her, die andere nicht schaffen. Oder Menschen, die versuchen, körperlich etwas herzukriegen, aber sie haben wie nicht genug Energie. Sie können nicht diszipliniert irgendwie zum Beispiel Sport machen ein Zeit. Sie fangen an, dann hören sie auf, dann fangen sie an, dann hören sie auf. Oder? Aber es ist so wie immer so, die Energie ist nicht da, konstant. Eins kannst du mir glauben, wenn die Schlangenenergie, nennen wir sie mal simpel, oder? Richtig fließt und gesund ist auf einer positiven Energie, dann hat man das Problem eben nicht. Oder? Ja. Es ist mit all dem verbunden. Und wenn da eine schlechte Energie ist oder es stockt oder blockiert, das ist eine schlechte Energie, wie beim Wasser, dann kriegen wir auch Stress, Depressionen, sitzen umeinander, nehmen zu, können uns nicht bewegen, aber motzen die ganze Zeit. Weißt du, wie ich meine? Ist genau das, ist genau das. Gross liefern, gross laufen, aber nicht liefern, ja. Luftschlösser bauen können sich alle ganz viel. Ja, und wegen Mobbing übrigens, gell, das Thema. Das ist natürlich schon auch etwas, wo ich merke, wird ja immer schlimmer, auch bei jungen Leuten. Früher, in meinen Zeiten hat es noch keine Social Media gegeben, wo wir dann können, außerhalb vom Quartier dich mobben. Weißt du, wie ich meine? Das ist hure schlimm. Weißt du, ja, wie es hat bei jungen Leuten. Es hat nur so das Necken gegeben, oder das Hochnehmen, das Hänseln, oder das Hänseln in mir in der Schule. Also, ich habe schon Herzmobbing erlebt, aber nur das, bei mir in der Schule so oldschool, genau. Nicht nur im genau. Internet, weißt du, wie ich meine? Absolut. Und heutzutage oder? Siehst du einfach die ganzen sogenannten Internet-Rambos, oder? Also das Problem, eben, ich konfrontiere das ein bisschen auf eine ganz spezielle Art. Ich habe jetzt auf verschiedene Arten ausprobiert, ehrlich gesagt. Mal mich ganz damit auseinandersetzen, mal das irgendwie ganz konfrontieren. Unter dem Strich, ich will es nicht einfach nur ignorieren, weil wenn ich es ignoriere, dann komme ich zwar davon, aber das nächste Opfer ist schnell gefunden, oder? Und, ich kann ja nicht so gut damit umgehen, oder? Und ich finde, ich persönlich bin hart gemobbt worden früher und darum ist es mir wichtig, dass ich da auch, ja, etwas dagegen mache, auch mit meiner Art und so. Das ist alles ein bisschen so Truth Acting, ich tue einmal übertrieben und alles, weil ich einfach Aufmerksamkeit so... Generisch. Ja, künstlerisch, weißt du? Künstlerisch und medial. Ich meine, weißt du, du bist schon viele Jahre für oder mit dem Mike geschafft oder für ihn geschafft, mit ihm geschafft. Ja. Wir kommen beide aus den Medien und das kann ich auch ehrlich sagen. Ich finde, gerade bei uns zwei sind so zwei Paradebeispiele, wenn man unsere Videos sieht, dann sind es solche und solche darunter. Aber unsere viralsten Videos, das sind die extremsten Videos. Das sind so die, wo medial gesehen halt ein bisschen auf das Negative eingehen. Auch wenn alle sagen, geh nicht auf das Negative ein. Es ist auch das, was die breite Masse erreicht. Es ist dann immer noch die Frage, ob sich die Person, die das anschaut, dann einfach sagt, aha, der ist voll auf Drogen. Oder hey, die ist voll sonst irgendwo in einer anderen Welt. Oder ob man sich mit einem Menschen auseinandersetzt. Ich habe ganz viele Menschen, die mich am Anfang schlimm gefunden haben oder nur Schlimmes gehört haben. Und nachdem sie sich ein bisschen mit mir auseinandergesetzt haben, hat sich die Meinung geändert. Und gerade bei dir und bei mir merkt man, glaube ich, in den Lives, spätestens nach 10 Minuten, ich würde sagen, absolutes Maximum 30 Minuten, merkst du, dass eine Person eine Maske nicht tragen kann. Weißt du, was ich meine? Das heisst, in 30 Sekunden, in einer Minute, kannst du immer so fake oder immer eine Maske tragen für die Videos hier auf TikTok, aber im Live nicht mehr. Das ist eben auch so interessant, oder? Das, was du da jetzt auch sagst, wegen der Energie, die ja heute das Thema ist, das macht einen Unterschied. Wenn jemand mit, also wir sind ja alle miteinander verbunden, schlussendlich. Wenn wir ist schon eine Verbindung, die passiert, energetisch. Wenn also jemand in einem guten Energiefluss ist, jemand anderes aber nicht, ja, dann ist das wie Öl und Wasser. Und dann fühlt sich nur schon einmal provoziert durch deine Präsenz. Oder? Aber das zeigt, dass sie ein Problem haben. Oder? Ich stecke sie, ich kann viele einstecken, sonst wäre ich nicht mehr da. Oder? Und ich weiss, dass jung sind und dass sie es gar nicht besser wissen. Verstehst du, was ich meine? Sie sind auch so beigebracht worden. Das ist so die Anonymität, die absolute Anonymität, die du hast. Du kannst einfach mal Aggressionen rauslassen, oder? Und ich meine, früher bist du ein paar Mal auf den Block gerannt.
Woher kommt es? Es kommt aus dem frustriert sein, unglücklich sein, sich unfair behandelt fühlen, sich ungeliebt fühlen, Aus sich dem un... nicht können sich selber All die sein. Sachen, die sich aufstellen, die negative Energie, die muss raus. Es ist nicht Ja. gut für uns, die drin behalten. Und dann haben sie eben nur das Outlet. Ja, es ist wirklich das, was du sagst, absolut. Es ist das, dass es sich immer anstaut, wie so Wassertanks, oder? Das siehst du Ja. sogar in einer Familie. Wenn du da irgendwie wenn du Eltern hast oder Eltern mit zwei Kindern und die Eltern tun nie etwas aussprechen und tun ihre Boiler immer weiter kochen, aber nicht explodieren, dann drückt das Wasser runter und alle sind miteinander verbunden. Es geht wieder da rein. Und dann schlussendlich rastet das Kind völlig aus und ist unverhältnismäßig aggressiv. Man lässt die ganze Energie abbekommen. Das stimmt absolut. Und warum Ja. das passiert, ist meiner Meinung nach einfach halt schon das. Genau, und wenn wir alle miteinander verbunden sind, gibt es dann auch so Trends wie, oh, Mobbing-Trend. Jeder, der frustriert ist, hopp, einfach ins Internet anonym, geh rauslassen, blind. Ja, super, super. Wir brauchen effektiv jetzt einfach das Wissen wieder, das grundlegende Wissen. Weil wenn du so eine Energie einfach anderen auslässt, oder? Das kommt wie ein Bumerang zurück. Ja. Alles, was wir kreieren, wird am Schluss unsere eigene Realität. Es ist ja eben das, was du sagst, jetzt ein Bumerang. Weißt du, ein Bumerang würde ja heißen, es vergeht eine Zeit. Ich gehe da gerne ein bisschen, wie soll ich sagen, noch ein bisschen weiter, noch einen Schritt weiter oder fast ehrlich gesagt nur ein Zeitachse weiter. Und zwar der Bumerang, wo du sagst, sobald das mir ist mehr der Butterfly-Effekt. Durch das, dass unsere Zeit nicht so, es gibt ja Leute, die träumen, und das ist ja alles eigentlich in der gleichen Zeit, wo das schon präsent ist. Es ist so das Meer der Möglichkeiten und alles ist eigentlich abgespeichert. Und sobald das jetzt mir etwas rauslässt, ist das eigentlich schon da für unser vergangenes Ich, das uns vielleicht stärkt in der früheren Zeit, für in die Zukunft, was wir werden erreichen. Und darum sage ich immer, jeder Fehler, den man macht, ist ein Helfer für die Zukunft. Und der Bumerang, den du sagst, das stimmt absolut. Und darum ist genau der Punkt da, ich will nicht nur für mich schauen, weil wir eben wie, die Finger sind alle einzeln, aber die Hand ist verbunden. Das ist das einfachste Beispiel, das mir immer in den Sinn kommt. Das heisst, der Bumerang, den wir abschiessen, immer sich überlegen, was mache ich, weil es bleibt im Universum für immer. Und das ist das, was ich auch noch wichtig finde. Darum sage ich jedem, erzähl keinen Scheiß, glaub nicht jeden Scheiß, sei du selbst. Wenn das jede Person würde umsetzen, weißt du, wo wäre ich mir? Weißt du, wo wäre ich mir? Und da kommt noch der nächste Aspekt, der wichtig ist. Wir haben gerade ganz viele Probleme mit dem Wetter. Also Ja. Problem. Wir Menschen, wir haben das Problem. Das Wetter, die Natur hat kein Problem, oder? Und genau das ist Absolut. es. Wenn's, wir sind alle verbunden, wir sind aber auch alle da auf der Erde. Wir sind auch mit den Tieren verbunden. Wir sind im Energiefeld von der Natur. Wenn die Absolut. Energiefelder verschmutzt werden mit sehr viel negativer Energie, teilweise fokussiert auf gewisse Gegenden mit der Zeit, dann ziehen sie genauso Sachen an. Das ist die Art von der Natur, das Energiefeld dann dort zu reinigen. Und darum ist es wichtig, dass wir das auch bedenken. Das heißt, es geht um Absolut. alles bei Genau. diesen Sachen. Es geht nicht nur um Ego, es geht nicht darum, ich will einfach besser leben oder ich sollte mich besser benehmen anderen gegenüber. Nein, es geht ums Überleben schlussendlich, auch Oh, von der spirituell. Spezies. Weil wenn man Spe die gewissen spirituellen Sachen Spezies, ja. nicht trainiert und richtig macht, dann ist man am Arsch Ja, spirituell. ist so, ist so. Ja, kommt für mich wieder. Jetzt ist schon das Frührecht da gewesen. Besser auf etwas am Besprechen. Was ist? Wie? Es sieht aus, als wären ihr auf SRF etwas am Besprechen. Du, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe letztens SRF geschaut, ich habe letztens mit dem Schatz SRF geschaut, da muss ich sagen, also liebe Leute, wirklich, weder Tagesschau noch Blick, ich meine, bei Blick haben wir Reto Scherrer, ich kenne ihn persönlich, der so ernst immer reinschaut. Und bei der Tagesschau hast du Leute, die nicht einmal mehr gerade ausreden. Danke vielmals für das Kompliment in Anführungszeichen. Ich glaube, wir zwei wären eben medial gesehen und von den Medien, die wir schon hinter uns haben. Wir sind, glaube ich, dem aktuellen Medienstand weit voraus. Darum sind wir auch mutig genug, das sage ich auch, mutig genug, man muss mutig genug sein, eigentlich sich allein anzustellen. Wir haben kein Medienhaus hinter uns. Wir machen unsere Sache nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich sage es ehrlich, ich bin vielleicht nur manchmal so ein bisschen schnitttechnisch, kameramäßig, nur ein bisschen mutiger oder noch ein bisschen ja, spezieller als du, sage ich jetzt mal. Aber was den Inhalt anbelangt, bist du dafür sehr kontroverser und also das, wo sage ich jetzt mal ganz offen, Also das, ich habe schon ein Medienhaus hinter mir. Also ich bereite ja für die TV-Serie vor und so, oder? Stimmt. Aber ich sage jetzt mal rein, das, was du auf Also TikTok meine machst. Leute sind dann nicht so SRF-Leute oder so, ja? Stimmt. Und ich weiß gar nicht, darf ich fragen, wo haben die Studios eigentlich? Sind die immer noch am gleichen? Die Sind die immer noch Studios zu Schlieren?
Also in Zürich, in Basel, in Ja, der Schweiz, irgendwie haben sie auch noch ist ein paar. überall querbeet, gell? Ja. Nee, aber was ich meine, ist mehr so auf TikTok. Weißt du, was du auf TikTok machst, das bist 100% du. Da ist in dem Sinne niemand dahinter, weißt du? Und das Genau. braucht einfach auch einen grossen Mut, weißt du? Und was ich ehrlich gesagt die letzten 1, 2 Wochen oder Monate, wenn man so sagen darf, am Lehren bin, Human Design sagt sicher auch etwas. Ich habe es definiert, das Wurzel-Chakra oder Sakral-Chakra. Milz ist auch bei mir, die drei Sachen sind definiert. Mein Herz, emotional, ist offen. Ich suche alles auf wie ein Schwamm. Das ist Fluch und Segen zugleich. Oder? Ja. Mein Hals ist eigentlich so, das ist offen. Das heisst, ich suche extrem viel auf. Ich bin in den letzten paar Wochen extrem daran bedacht darauf, zu sagen, Hate gibt's. Hate ist wie so ein Spiegel beim Velofahren, wo dich ablenken will. Und ich muss jetzt meinen Weg gehen, egal was wer rechts und links sagt. Und das ist für mich in dem Sinne noch mega schwierig, weil ich eben genau die Emotionen und die Energien von außen wahrnehme. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, dass du so steinhart durchgehst, weil auch bei dir löst es ja manchmal eigentlich, ich sage jetzt mal, Kontroverse oder negative Kommentare geben dir einen Energiepush. Das ist ja etwas, was viele nicht verstehen. Es gibt manchmal schon einen Energiepush. Nebst der Ja, Wut. aber auch nicht immer, gell? Und einmal, ich wirke vielleicht auch anders nach außen, als es dann privat auch aussieht und so. Es ist Ist nicht es? so, dass ich nicht einmal traurig bin Ja, oder klar. kaputt kann oder mich ausgelaugt fühle oder denke, komm, bringt es überhaupt noch etwas weitermachen. Jeder Mensch ist gleich, schlussendlich. Ist, weißt, Die ich Gedanken hast du auch ab und zu, oder? Aber ich bin ein sehr, sehr, sehr sturer Grind. Und wenn ich versuchen würde, aufzugeben, im schlimmsten Fall kommt der Michael und ist noch sturer. Und dann geht er in meinen Ja, genau. Grind rein und dann mache ich Ja, weiter. Weißt du, wie ich absolut. meine? Also, Es das ist ist mit dem mein. Kopf, also eben, ich kann es definiert selbst nehmen, sind weißt, zu wissen, sagen wir ganz ehrlich, wenn man von außen dich anschaut, ja, jetzt kann man zwei Sachen sagen. Entweder sagen wir, wow, mega spannend, ich will alles hören, oder man stempelt dich einfach ab und sagt, Jesus Gott, was hat er dir für einen Flick weg? Irgendwann durch das, dass man, deine Theorie, durch das, dass wir alle eins sind, ist deine Theorie eigentlich schon beleidigt, im grossen Ganzen. Weil Ja. ich bin mit dem Michael auch irgendwo, weißt du, was ich sagen? Ich wollte es jetzt überspitzt formulieren. Jeder, wir und alle sind miteinander verbunden. Und Ja. bei mir ist die Sache die, ich gebe jedem, ich sage nicht, mein Weg ist der richtige, aber ich gebe jedem den Weg so krass auf von mir. Ah, okay. Ja, komm. Gebe nicht jedem den Weg so krass auf, aber ich gebe einfach niemals auf, so krass wie es so ist. Und bei mir ist halt die einfache Variante, entweder man schaut das ab und sagt sich, okay, ich will das als Motivation, als Vorbild nehmen. Oder im schlimmsten Fall sagt man einfach, das ist mir zu anstrengend. Eben die Schlange, die teuflische, ah, der nimmt sowieso Drogen. Und da kannst weder du noch ich nichts anderes machen, als unseren Weg gehen und hoffen, dass die, die zuschauen, sich fürs Richtige entscheiden. Ja, das stimmt. Ich sage, wo nur da schnell reinschmeißen, aufgeben, ist eigentlich das Gleiche wie sterben. Du, ich habe mich ja wollen, das sage ich so, das ist jetzt 2 Jahre her, ich habe im Sommer 2019. Ich habe im Sommer 2019 mich dreimal, ich habe wirklich dreimal, ich bin ins Auto gestiegen, ich sage jetzt ganz offiziell, ich bin zu gewesen, bin Ja. hackendicht gewesen, ich bin zugekocht, bin in die Haarspitze gewesen. Hätte das Auto nicht selber bremst, mich würde es nicht mehr geben. Ich habe im Ja. sechsten Stock gewohnt, ich habe mir überlegt, runterzukumpen. Aber irgendetwas in mir hat gesagt, da ist noch was. Und im Herbst kommt erst mein zweiter Frühling. Also wie du sagst, wer aufgibt oder wer nicht mehr leben will, der hat sich aufgegeben und der hat auch keine Rechtfertigung mehr zum Leben. Das ist meine Meinung, so ein bisschen. So hart wie Das es klingt, weißt ist keine Rechtfertigung. Es ist halt einfach eine simple Energiewahrheit. Wenn man die Energie verliert, wenn man immer wieder, das ist wie ein Teufelskreis, man kommt nicht ja, mehr daraus raus. Und genau. irgendwann hat man keine Energie mehr. Das ist es eben. Aber hey, ich sehe, du musst weiter. Bei mir ist gerade Besuch gekommen. Danke vielmals, gell? Hast du Sorge? Schönen 1. August noch. Hast du Danke Sorge, gell? Hab ja dir du. Tschüss, ciao, ciao. auch. Danke dir auch. Schönen Abend. So, also da bin ich wieder. Aber du sagst es genau. Ich habe es in anderen Chat, dann kann ich ja gerade blockieren. Medientechnisch wie voraus. Ja, also medientechnisch im Sinne von, ich finde, wir bringen da Energie. Von mir weiß ich das so oder so. Mein ganzes Studium ist in Amerika gewesen. Ich bin Ägypterin. Schaut euch mal einen ägyptischen Film an, dann seht ihr die Emotionen und die Energie. Also ich kann mir nicht sagen, dass ihr nicht seht, dass da in der Schweizer Medienlandschaft nicht so viel Action gibt. Action! Darum geht's!
Hey girl, ich höre dein Lied. Hoi, hoi, Sally, wie geht's? Da hat es einmal Leute rum, da stehen sie durch. Ich weiß, aber das ist halt TikTok auch, oder? Ganz ehrlich, ich sehe es wirklich nicht immer so eng, solange es nicht wirklich so ans Eingemachte geht. Ja, ihr tobt euch ruhig aus und so, ja? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ich kann das schon lesen. Auch wenn du es auf Deutsch geschrieben hast, also oder mit den Buchstaben. Leute, ich habe jetzt aber nicht mehr allzu lang, haben wir es richtig warm. Ich komme, glaube ich, nachher nochmal online, live, wenn ihr noch etwas besprechen wollt über das Thema. Und ansonsten werde ich auch ein paar Videos, übrigens bin ich am Zusammentragen, und das kommt dann auch auf YouTube morgen, ja? Und dann könnt ihr dort natürlich auch mit der Darstellung und visuell und so dann auch genauer sehen, wie das Ganze durch den Körper fließt, wie man es spürt. Ich bin da gern schriftlich und präzise, ja? Also, ich wünsche euch einen ganz schönen Abend und eben, ich bin wahrscheinlich später nochmal schnell da.